Schweiz war ja in beiden Weltkriegen neutral, aber was genau war ihre militärische Strategie für den Fall, dass Deutschland auch versucht hätte, in der Schweiz einzumarschieren? Heute befassen wir uns etwas mit moderner Militärstrategie. Denn der militärische Plan der Schweiz war der sogenannte Réduit-Plan, der von General Guizot entwickelt wurde. Dazu muss man wissen, der Grund, wieso Deutschland in der Anfangsphase des Zweiten Weltkrieges so unfassbar erfolgreich war, war, weil sie durch Panzer, Flugzeuge und andere für die damalige Zeit topmoderne Militärausrüstung die Gegner extrem effizient angreifen konnten. Die Schweiz wusste das natürlich auch, also entwickelten sie einen Plan, der bei einer Invasion die Schweiz in drei Verteidigungsringe aufteilt. Der erste Ring waren die Grenzstädte zu Deutschland, wie beispielsweise die Stadt Basel. Dort hatte man nur wenige Soldaten stationiert, denn ihre einzige Aufgabe war es nicht, im Fall einer Invasion die Deutschen aufzuhalten, sondern sie nur zu verlangsamen. Mit der gewonnenen Zeit sollte im Landesinneren die Verteidigung noch besser organisiert werden und angepasst werden an die jeweilige Situation, sowie die Zivilisten evakuiert werden. Dazu wurden auch Brücken vollgepumpt mit Sprengstoff, um im Notfall die Brücken in die Luft zu sprengen und den Vormarsch der Deutschen noch mehr zu verlangsamen. Und cooler Fun Fact: viele dieser Bomben waren entweder noch vor wenigen Jahren immer noch drinnen und scharf oder, und jetzt kommt's, immer noch drinnen. Die Schweiz hat also aufgrund des Zweiten Weltkrieges immer noch Brücken, die vollgepumpt sind mit Dynamit und die man jetzt noch in die Luft sprengen könnte. Aber egal, zurück zum Thema. Kurze Zusammenfassung: erster Verteidigungsring, einfach nur dazu da, die Deutschen zu verlangsamen. Weiter im Landesinneren, im Flachland der Schweiz, wurden weitere Truppen stationiert, aber auch nicht sehr viele, und auch diese hatten das Ziel, die Deutschen zu verlangsamen. Wieder sollte im Landesinneren mehr Zeit gewonnen werden, noch mehr Zivilisten evakuiert werden und. Doch wohin wurden sie genau evakuiert? Und wo wollte man die Verteidigung jetzt stattfinden lassen? Jetzt kommen wir zum dritten und wichtigsten Verteidigungsring. Denn dieser Ring umfasste die Schweizer Alpen und dort wurden auch die meisten Truppen zusammengezogen. Die Schweiz baute ein extrem riesiges Netz an unterirdischen Bunkern und Minen in den Alpen, die sie mit genug Konservenfutter füllten, um Armee und Zivilbevölkerung bei einer langen Belagerung durchhalten lassen zu können. Einfach gesagt, opferten sie die ersten zwei Verteidigungsringe mit nur dem Zweck, die Deutschen zu verlangsamen, damit der dritte Verteidigungsring in den Alpen die eigentliche Verteidigung aufbauen konnte. Der Grund dafür war folgender. Wie gesagt, war Deutschland vor allem so erfolgreich aufgrund ihrer Panzer, Flugzeuge und so weiter und so weiter und so weiter. Aber in den Alpen bringt das Ganze halt nichts. Soldaten können sich in den Wäldern verstecken, sie können in die unterirdischen Bunker unterhalb oder innerhalb der Berge der Alpen abtauchen und auch mit einer Panzerarmee spazierst du halt eben nicht mal kurz einen Berg hoch. Und das macht ja auch alles Sinn, aber wieso keine Strategie entwickeln, bei der keine Gebiete von der Schweiz aufgegeben und geopfert werden? Naja, der Verteidigungsplan der Schweiz machte sich halt nichts vor und log sich nicht selbst an. Die Schweiz wusste natürlich, dass es aussichtslos ist und wenn Deutschland wirklich angreift, sie es lediglich in die Länge ziehen können, aber nicht Deutschland wirklich besiegen. Doch genau darauf beruhte der Plan. Es ging nicht darum, die Deutschen zu besiegen, sondern eine Strategie zu haben, die die Eroberung der Schweiz für die Deutschen zu einem extrem langen Prozess machen würde, bei dem sie sehr, sehr viele Soldaten für Monate, wenn nicht sogar für Jahre, in der Schweiz festbinden müssten. Man baute also drauf, dass man dem Mann mit dem Schnauzer indirekt sagte: Du weißt, du wirst uns langfristig einnehmen, wenn du es willst, und das wissen wir auch. Also sagen wir dir direkt in die Fresse: Hey, wenn du kommen willst, dann komm doch. Ja, du magst uns vielleicht einnehmen, aber du wirst dir jeden Zentimeter Boden, den du dir holen willst, mit Blut erkämpfen.